Ich bin hier bei der Jacqueline von Not & Waste. Am besten, Jacqueline, du schreibst gerade am besten selbst erklären, was das genau für ein Projekt ist. Also das ist ein Projekt, hier kann man zu Zahl bringen. Weil das Problem ist, ich wohne selber hier im Wallis und wenn man hier vorbeifahren tut, man sieht nach zwei Wochen noch, wie viel Material das hier eigentlich bleibt. Und es gibt viele Leute auf der Welt, die kein Zuhause haben, die vielleicht froh sind, dass sie ein Zelt haben. Aber heutzutage ist das wahrscheinlich so, weil es ist zu gut geht, dass man sagt, man lässt das Zelt hier. Und das heisst also, dass ihr hier nachher alle Zelte zusammenpacken und geht aufräumen oder kann man die Leute hier selber bringen? Also mit dem Stempel hier, die wir eigentlich fragen, wir machen so einen Schwur, dass wir ihnen sagen, nehmen bitte einfach das Material mit. Und wenn sie sagen und ja, geben wir ihnen einen Stempel. Oder wir sagen ihnen, wenn sie zum Beispiel ein Pavillon haben, sind gewöhnlich nur die Stangen kaputt und den Rest kann man noch brauchen. Und dann bringen sie das hier. Und dann, wo geht das nachher, das ganze Material? Also letztes Jahr ist es auf Paris gegangen und auf Bosnien und haben das da eigentlich dann noch Leute gespendet. Und das ist eine weitere Vereinigung, wo das nachher weitergeht oder geht das nachher direkt an die betroffenen Personen? Also das ist so eine Organisation, wo man das abgibt. Zwei, drei von hier habe ich mich erkundigt, Tito, sind euch selber gegangen letztes Jahr und haben die Rüstung gebracht. Ja. Und kannst du das mal beziffern, was kann man so zusammenkriegen, so einem viertägigen Open-Air-Gampel an Material in Tonnen oder in Zahl ausgedrückt? Also ich sage jetzt zum Beispiel so wir gehen vielleicht nur in die Lande ein Zelt kaufen und denken, ja, das kostet 20 Franken, wir lassen das hier, wir haben keine Zeit oder keine Lust mehr oder wir mögen das nicht mehr aufzuräumen. Also ich sage, an Zelte Leinzig kommen hier sicher so 300-400, seit jetzt einmal zusammen. Und so ein Pavillon, seit ja auch nochmal so vielleicht 100, 200. Und dann schauen wir auch für Schlafmatten oder Rucksäcke, die noch gut sind, oder Schuhe. Sehr schöne Aktion. Und wie lange habt ihr die schon? Das ist jetzt das zweite Jahr hier in Gampel. Und jetzt schauen sie weiter, ob sie zufrieden sind, zu Opener. Und dann wird das ab nächstes Jahr noch mal so ausgeführt. Danke, Jacqueline. Sehr schöne Aktion. Super. Bitte, Frau.